Also es kann manchmal schon tagsüber passieren, dass ich das Gefühl habe, ich verliere irgendwie so ein bisschen die Kontrolle. Es läuft nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und dann kriege ich hier so Puls, wie man so schön sagt. Und auch so ein bisschen Panik und denke, was ist denn jetzt los? So, warum hast du so Unruhezustände? Mein Name ist Miriam, ich bin 41 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern, Marketingmanagerin, verheiratet. Ich bin grundsätzlich ein total lebensfroher Mensch. Ich möchte in jedem Lebensbereich das Beste rausholen und allen gerecht werden, mir selber, meiner Familie, meinen Freunden, meinem Arbeitgeber. Ich habe aber gemerkt, dass das natürlich nicht immer klappt, also dass meine eigenen Ansprüche nicht immer mit dem übereinstimmen, wie ich es dann auch leben kann. Ja, also das Thema innere Unruhezustände ist etwas, was mich jetzt leider schon seit ein paar Jahren begleitet, mich auch so zum Nachdenken gebracht hat und bei mir ausgelöst hat, dass ich mein Leben auch neu reflektiere und ein paar Veränderungen angestoßen habe. Ich habe das Gefühl, nicht in meiner Mitte zu sein, wenn ich Unruhezustände habe. Meine Nerven liegen blank oder ich fühle mich kribbelig. Ja, so als ob einfach mein Herz schneller schlägt, als ich eigentlich will in dem Moment. Und ich bin auch gereizt und nervös. Es führt dazu, dass ich mich schwieriger konzentrieren kann und besonders ist es auch nicht hilfreich beim Einschlafen. Also ich habe oft das Gefühl, dass 1000 Gedanken durch meinen Kopf kreisen und einfach irgendwie nicht abschalten kann. Ja. Das Thema Schlafstörung belastet mich jetzt tatsächlich schon eine Weile. Also die Gedanken vom Tag kreisen im Kopf. Irgendwie fange ich an, mir Sorgen zu machen, ob ich das alles schaffe und was ich heute wieder nicht geschafft habe und was ich vergessen könnte. Und manchmal ist es wie so ein Kreisel oder wie so ein, den ich nicht unterbrechen kann. Und dann wird es nichts. Dann liege ich manchmal auch einfach 1-2 Stunden wach. Es gibt tatsächlich Studien, die belegen, dass man durch praktizierte Dankbarkeit glücklicher und leistungsfähiger werden kann. Und am Anfang habe ich das erstmal so hingenommen und gedacht, ja gut, schaden kann es nicht, auch wenn ich es ein bisschen lächerlich fand. So. Aber dann habe ich es gemacht für, weiß gar nicht, ein paar Wochen. Und dann habe ich schon die ersten Effekte gesehen. Ja, es ist also ein schönes Büchlein, was ich habe, was ich neben dem Nachttisch stehen habe. Und wenn ich dann abends mir bewusst Zeit für mich nehme und sage, so, jetzt fährst du runter, so eine Stunde vom Schlafen gehen. Und dann gehe ich so den Tag durch und schreibe aber nicht so ein normales Tagebuch, sondern ich fokussiere mich darauf, was schön gelaufen ist. Ein kleines Lob hier und da oder ich das Gefühl habe, irgendwie, ich habe ja irgendwas ganz besonders gut gemacht. Und praktizierte Dankbarkeit ist für mich wirklich eine wichtige Säule in meinem Leben geworden. Also wie die Studien es auch sagen, ich hatte das Gefühl, es macht mich irgendwie glücklicher und leistungsfähiger tatsächlich, mich auf das Positive zu fokussieren, auf Dankbarkeit zu fokussieren. Und das war schon echt so die Hälfte des Weges. Ich hatte das Gefühl, da ging es mir schon um einiges besser. Also mit praktizierter Dankbarkeit konnte ich schon total viel verändern. Und gleichzeitig gibt es immer noch einige Phasen in meinem Leben, wo es dann doch alles ein bisschen viel ist. Also wo mir so der Kopf qualmt und ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin wieder so kurz vorm Hamsterrad. Und dann gebe ich zwar diese ganze Dankbarkeitstagebuchsache nicht auf, aber ich merke, ich brauche irgendwie ein bisschen mehr Unterstützung. Was mir sehr gut an der Borigin gefällt, ist, dass es eine sanfte Unterstützung ist. Das hilft mir, runterzukommen tagsüber und abends echt durchzuschlafen. Und was ich toll finde, ist, dass ich das dosieren kann, so wie ich es brauche. Also es gibt so Tabletten und Tropfen. Und je nachdem, wie intensiv die Unruhezustände sind oder meine Schlafprobleme, kann ich es entweder kombinieren oder ich kann es auch einzeln nehmen. Und es gibt mir ein gutes Gefühl, da was zu haben, was mich unterstützt.
völlig ohne Chemie, ohne Nebenwirkungen. Ja, es gibt mir einfach ein gutes Gefühl, eine Unterstützung im Alltag zu haben.